Was würden Sie kaufen für 8 Euro? Was kriegt man dafür? Man kriegt so einen Satz kleiner Batterien, man kriegt hier so einen dicken Filzstift, so ein paar Spülmaschinentabs und ein Päckchen, ein Doppelpack mit billigen Socken. Oder man bekommt dafür ein neugeborenes Kalb, ein echtes. Rund 8 Euro kostet ein lebendiges Tier. So viel wie ein Doppelpack dünner Socken. Kälber sind mittlerweile in der Landwirtschaft sowas wie Abfallprodukte. Damit Milchkühe Milch geben, müssen sie Kälber gebären. Und die sind rein wirtschaftlich betrachtet kaum zu gebrauchen. Einschläfern direkt nach der Geburt wäre in den meisten Fällen am billigsten. Oder man schafft das neugeborene Tier ins Ausland, wo es wenigstens noch ein bisschen Geld einbringt. Jürgen Rose über die quälende Reise der Billigware Kalb. Die Versteigerungshalle im oberschwäbischen Bad Waldsee. Unsere Kamera ist unerwünscht, als viele kleine Transporter Tiere aus dem ganzen Südwesten bringen. Auch sagen will niemand was. Und dann kommt er, wie jeden Dienstag. Der dreistöckige Transporter, über 200 Kälber passen hier rein. Das Problem? Die örtlichen Amtstierärzte halten diesen Transport nach Spanien für illegal. Aber ein Gericht hat grünes Licht gegeben und auch das zuständige Ministerium sieht kaum Grund zum Handeln. Also es ist natürlich klar, dass Kälber, die noch nicht abgesetzt sind, das heißt, die noch mit Milch gefüttert werden müssen, so nennt sich das, dass während dieser Zeit es schon ein bisschen schwieriger ist mit langen Transporten. Wenn allerdings deren Versorgung sichergestellt ist und wenn das tierschutzkonform passiert, dann muss ich sagen, dann steht auch einem Transport nichts entgegen. Per Eilverfahren haben die Viehhändler ihre Spanien-Transporte vor Gericht durchgedrückt. Kopfschütteln bei manchen Amtstierärzten, Tierschützer sind entsetzt. Sie meinen, dass es im Moment überhaupt keine tiergerechten Transportfahrzeuge gibt. Es geht zurzeit nicht, diese Tiere über diese lange Strecke zu transportieren, weil die Versorgung nicht gewährleistet ist. Kälbertransporte nach Spanien. Die Tierschützerin Iris Baumgärtner fährt seit 20 Jahren immer wieder hinterher. Da ist auch ein sehr kleines. Das sieht nicht so fit aus. Sie ruft auch schon mal die Polizei, um zu dokumentieren, dass die Fahrzeuge völlig ungeeignet sind und Vorschriften nicht eingehalten werden. Nach 9 Stunden Fahrt müssten die Kälber eigentlich abgeladen und versorgt werden. Iris Baumgärtner zeigt uns, dass das reine Theorie ist. Manche Tiere seien 30 Stunden ohne Versorgung unterwegs. Hier sieht man schon, das war dann nach ca. 8 Stunden. Da sind die schon sehr unruhig und hungrig. Das ist eben erkennbar, ja, an der Unruhe, an dem Brüllen der Tiere. Die fangen an, sich gegenseitig zu belecken, zu besaugen, weil sie überall nach einer Futterquelle suchen. Das ist immer ein Zeichen von Hungerstress, auch das hier, dieses Stangenbeißen. Die teilweise erst 2 Wochen alten Kälber können die Wassertränke, die eigentlich für Schweine gedacht ist, kaum nutzen. 1200 Kilometer Autobahn, ohne Milch, ohne Mutter, ohne tiergerechte Versorgung. Für Iris Baumgärtner ist das Leiden der Kälber nur schwer zu ertragen. Die Kälber, wenn die brüllen, das geht einem schon durch Mark und Bein. Und vor allem, es sind ja wirklich Säuglinge. Säuglinge, die nichts mehr wert sind. Das zeigt ein Fall aus Konstanz. Ein 17-Jähriger hat sich hier vor wenigen Wochen einfach 40 Kälber im Internet bestellt und sie in Nachbarsschuppen abladen lassen. Nur 11 von ihnen haben das überlebt. Kälber sind zum ungewollten Nebenprodukt der Milchindustrie geworden. Das zeigt letztendlich auch die Hilflosigkeit von den Landwirten einfach, weil die Kälber so billig sind und jede weitere Investition in diese Kälber natürlich auch für den Landwirt sehr, sehr schwierig ist. Kälber sollen auch schon mit Bauschaum in den Nasenlöchern gefunden worden sein, berichten Veterinäre. Sie werden Opfer eines Marktes, der sie eigentlich nicht mehr braucht. Kaum in Spanien angekommen, werden die Tiere nur kurz entladen, um wiederum an andere Bestimmungsorte gebracht zu werden, erzählt die Tierschützerin. 30 Stunden ohne eine tiergerechte Versorgung. Das überleben nicht alle. Also hier, das war nach Entladung eines Transportes. Das war ein Tier, das hatten wir während des Transports schon gesehen, dass es sehr schwach war und das ist dann gestorben. Das sind die Tiere, die im Tod ankommen.
Es ist so eine Box hier für den Abdecker, der dann täglich die wieder leer macht. Also ich fahre diesen Kälbern schon seit 20 Jahren hinterher und seit 20 Jahren dokumentieren wir dieselben Probleme. Und es hat sich bisher nichts geändert. Zurück in Bad Waldsee. Der Transport ist bereit für die Fahrt nach Spanien. Was kann ihn stoppen? Kälbchen müssen wieder einen Marktwert bekommen, auch in Baden-Württemberg. Also ich denke, das ist was ganz Wichtiges, was wir erkannt haben, dass das einfach nicht die Lösung sein kann, diese Tiere aus Baden-Württemberg wegzuschicken, um dann letztendlich wieder das Fleisch aus anderen Ländern wie Spanien oder den Niederlanden zu bekommen. Aber noch gehen die Transporte weiter, weil die Milch der Turbokühe in den Ställen gerne getrunken wird. Beim Kalbfleisch rümpfen aber immer mehr Baden-Württemberger die Nase. Also ich würde sofort aufrufen und sagen, esst mehr Kalbschnitzel. Das Problem ist aber, sie finden es gar nicht mehr, weil es bei uns gar nicht mehr in dem Umfang verarbeitet wird und weil es bei uns kaum noch Kälbermäster gibt. Dienstagmittag. Vielleicht 200 wenige Wochen alte Kälbchen gehen wieder auf die lange Reise. Was nun? Ja, also ich selbst trinke schon keine Milch mehr. Also ich trinke Milchersatzprodukte, weil ich dieses System eben nicht unterstützen will. Andere hoffen auf die Gerichte. Das Ringen um Kälbertransporte geht in die nächste Instanz.